Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Krüger, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich bin vermutlich so geboren worden. Insofern, sag mal, ist das keine selbstgewählte Lebensform und ich glaube, da liegt schon ein Stück weit ein Denkfehler, aber vielleicht können Sie sich noch mal damit befassen. Ich finde, wir müssen am Anfang der Debatte durchaus noch mal zurückdenken. Berlin hat 2009 bis 2011 mit der ersten Initiative Sexuelle Vielfalt einen Weg begonnen, der in der Tat revolutionär war, der vielfach wahrgenommen wurde. Dafür ist Berlin von der Europäischen Union mit einem Best-Practice-Preis bedacht worden. Und in der neuen Koalitionsvereinbarung fand sich dann eine Formulierung zur Fortführung dieser Initiative Sexuelle Vielfalt. Gut so, das war 2011. Dann vergingen die Jahre 2012 und der Kollege Birk hat darauf hingewiesen, Anträge der Grünen und der Linken und der Piraten wurden vorgelegt, verging das Jahr 2013 und jetzt ist das Jahr 2014 fast zu Ende und heute wird der erste Antrag beschlossen. Einer von 8, 10, weiß ich nicht wie vielen. Sozusagen die Idee, genau zu sagen, wir wollen einen fachübergreifenden Ansatz, einen Querschnittsansatz quer durch alle Senatsressorts, der wird hier zerstört. Und ich glaube, das ist einer der Kritikpunkte, der an dieser Stelle genannt werden muss, weil er eben die Idee ursprünglich der Initiative zur Akzeptanz sexueller Vielfalt kaputt macht. Ja, Herr Schreiber, wir waren überrascht, wie denn auch anders, wenn eine Minute vor Beginn der Ausschusssitzung ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vorgelegt wird, der in der Tat 4 der 6 Punkte, die die Opposition in einem Änderungsantrag vorgeschlagen hat, übernimmt. Alles gut so. Die Kooperationsfragen, die Fragen für den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung, die Aufnahme der Liegenschaftspolitik in die sehr schwammige Formulierung Ihres letzten Punktes und die Übernahme des Berichtsdatums, das sind alles gute Punkte. Daran gibt es nichts zu meckern. Aber klar ist, wenn wir in diesem Feld agieren wollen, wie in jedem anderen, ist es wichtig, Daten zu haben. Wir müssen wissen, worum geht's. Und ich verweise, wie bereits in der Ausschussberatung, die übrigens kürzer gedauert hat als die Aussprache hier heute, auf die Antwort auf die Kleine Anfrage meines Kollegen Lederer, 17.13.959, wo der Kollege Lederer den Senat fragt, gibt es neue Erkenntnisse über die Lebenssituation, Bedürfnisse und Förderbedarfen von LSBTTI-Seniorinnen im Alter? Und der Senat antwortet, nö. Und an der Stelle dann gerade zu sagen, nee, diese Evaluation, die eine Befragung von Trägern beinhaltet, wo es um eine Datenlage geht, damit wir besser agieren können, das kommt dann raus. Und das wird dann auf den Doppelhaushalt, auf den nächsten verschoben. Wir warten weitere 2 Jahre. Ist das 100%? Na, aber hallo. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich sage es mal zur SPD, weil von Muttis Bauchschmerztruppe erwarte ich an dieser Stelle nicht so viel. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie haben den Lesben, Schwulen, Bi, Transsexuellen, Transgendern dieser Stadt und den Intersexuellen natürlich auch 100% Gleichstellung versprochen. Wir sind jetzt auf halbem Wege und die Opposition fordert einen Schritt mehr, einen Schritt mehr. Also wenn Sie sozusagen diese 100% in der Tat versprechen und das auch einhalten wollen, dann gehen Sie diesen Schritt mit uns, weil wir wollen da nicht länger drauf warten. Vielen Dank.